Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. In der letzten Folge haben wir ein Skirmish noch erledigt, und zwar, mir fällt jetzt Skirmish 8, okay. Und sind jetzt in Kapitel 17. Wir haben eine Menge Geld noch bekommen, weil wir einen A-Rang bekommen haben, boah, ich bin so gut. Und jetzt gehen wir zum Hauptquartier. Jetzt zeige ich euch direkt mal, was mir irgendwie so aufgefallen ist. Ich bin mal kurz in die Squad-Baracken gegangen, um zu gucken, ob noch alle leben. Weil Sekka ist ja auch gestorben und ja, das macht mich doch ein bisschen nervös, warum hier nichts mehr steht. War beim letzten Mal auch so? Egal. Wir gehen jetzt erstmal zur R&D-Facility. Wenn sich herausstellt, dass Sekka wirklich jetzt für immer weg ist, weil er im Skirmish gestorben ist, ich glaube nicht, dass er für immer weg ist, er muss wiederkommen. Dann haben wir ein Problem. Warte mal, sollte ich vielleicht erstmal aufleveln? Vielleicht kann ich dann erst Sachen freischalten. Oh, glaube ich nicht. Da ist Story bezogen, oder? Training Field. Weil, ja, Sekka ist ja umgekommen, leider, wieder im letzten Skirmish und Vulcan auch. Da habe ich natürlich geladen. Alter, ist wichtig. So, die beiden. Können wir die beiden hier 3200? Verdammter Dreck. Deutsche Hooper, die halten schon viel aus, aber... Boah, Alicia, upsala, am Mikrofon gekommen. Alicia hält viel aus, Rosie und so, die halten auch viel aus. Ich habe so halt Verlangen, die Scouts hier immer hochzulernen, weil die brauche ich am meisten. Und die Ingenieure. Einfach so, vielleicht hat der alte Mann wieder irgendwas, was wir kriegen können, aber... Pff, egal, wir brauchen Mannkraft und Fraukraft. Weil irgendwie haben wir nur weibliche Scouts. So... 25 war auf 5 HP. Boah, ich glaub's nicht. Hä? Sie hat Country Bread, Maternal und Valkyrie, aber dritte hat sie nicht. Hä? Muss ich echt mal hier dieses eine Ding einsetzen, wo man Potenziale erweckt oder was? Ich möchte aber ungern in der Schlacht irgendwie einsetzen. Egal. Er hat kostet ja auch Zeit und so. Vielleicht im letzten Skirmish. Wenn wir ein bisschen langsamer durchgehen, würde ich sagen. Blast Suits. Und da kommt nichts Neues, okay. Was? Ich hab schon alle? Ne, geh mal zurück. Ne, hatte ich noch nicht. Ich dachte. So, was haben wir denn hier? Den benutze ich nie. Na. Edelweiß. Haben wir auch schon alles. Verdammt. So weit ist nicht geplant. Schauen wir mal, ja. Schauen wir mal einfach irgendwann ausgeben. Zur Not könnte ich immer noch voll viel Geld und so vor der letzten Schlacht oder so zusammenpacken. Dann können wir voll überpowered hier in den letzten Kampf gehen. Also voll überpowered, irgendwie überpowered kann man nicht werden in dem Spiel. Ich bin schon wieder hier. Aber ihr wisst, was ich meine, oder? Ihr wisst doch nicht, was ich meine. Ne? Ihr wisst doch, was ich meine. Gehen wir einfach Geld für irgendwas aus. Ding! Zu sehen, wie die Waffen irgendwie aussehen auch später. So, mein Gott. Überhaupt irgendjemand diese Waffen? So, dann nehmen wir das hier, voll billig. Ja, und das hier, voll billig. Und das hier können wir uns wahrscheinlich, nee, das können wir uns nicht mehr leisten. So, dann bing. Alles klar. Ja, was soll's hier? HP runter oder... Boah, keine Ahnung. Lass mal einfach. Ach ja, eine Auszeichnung haben wir auch noch bekommen. Kann man auch noch abholen. Und dann weiß ich nicht. Können wir mal versuchen,
weil das ja versuchen. Können wir mal das Kapitel beginnen endlich. Okay. Oh. Kann man die irgendwo anschauen noch? Würde ich mir mal gerne anschauen. Egal. Wahrscheinlich so ein Personal Tab oder irgendwie sowas. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Weaponry, da können wir auch mal irgendwann einen Blick reinwerfen. Das sage ich jedes Mal, aber dann weiß ich nicht. Oh, Decorations, glaube ich. Na, gucken wir doch nicht da rein. So, was haben wir denn hier? Civilization Office. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. It stands among Galas all sun are still being presented. Okay. Mentor Squad shown to have earned victory with exceptional speed. Ah, okay. Bringt eigentlich nichts, aber was soll's. 250 Gegner. 500 Gegner. Ja, lass mich raten, bei 1000 Gegner. Wie soll man denn auf 1000 Gegner kommen? Müssen wir ja, was weiß ich, wie viel Skirmische machen. Egal, fangen wir mal an. Champion of a Lost Land, also Held eines verlorenen Landes. Kapitel 17, die Brücke zur Hoffnung. Oder die Bridge to Hope oder Of Hope. Habe ich jetzt nicht gesehen, egal. Guck mal, man hat ein paar Bilder von Jäger gesehen, den gibt's ja auch noch. Taicho, mamonaku Vasera Kyou desu. Yoshi, koko wo watareba, Land Grise wa me to hana no saki da. Wir haben Heimvorteil, ja. Ihr habt keine Chance. Vasera Kyou temae ni teikokugun ga fujin shite imasu. Ano butai wa Jäger Shogun no sensha-tai da wa. Yakkai na aite ne. War es jetzt sarkastisch oder ernst gemeint? Oidenastana, Garia Giyugun no minasan. Urami wa nei ga koko o tousu wake ni ai kan. Waga kokoku Firaldo ga dokuritsu o torimodosu ni wa Maximilian no chikara ga hitsuyou da. Es gibt noch andere Länder außer Britannia und Gallia. Britannia? Maximilian no inu to yobarete mo kamawan. Jäger Shogun! Galia gun ga shingeki shite kimasta. Yokaro. Waga sensha tai no chikara ajiwau ga ii. Oh Gott. Boah, ich habe noch gute Erinnerung, die Mission ist knallhart. So, eine verlorene Freundschaft. Bridge to Hope, okay, die Brücke zur Hoffnung. Da die Brücke der Hoffnung sein können. So, den dürfen wir jetzt auch noch aufs Maul geben. Faridio Ranza to Shoui da na. Koko e hairun da. Yane no shita de nerareru to wa. バスタード。それにしてもなぜ友人である招待長同士で殴り合いの喧嘩なんかやったんだ。俺が友人にあるまじき行動を取ったからさ。さあ、もういいだろ。一人にしてくれ。10日間おとなしくしているんだな。 Dafür hat er nur jemanden geschlagen, das muss jetzt 10 Tage lang da rumeiern, ne? Melki. Krass. Itzkara, omae to wa sensou e no kangaekata ga chigatte shimatta n darou na. Omae to wa zutto yūjin de itai. Ima demo sono kimochi wa kawaranai. Da ga, Galia ni tsuyoi chikara ga hitsuyou da toyou shinnen mo, ore no naka de wa yurugi nai mono nano da. いつかお前とゆっくり語り合いたいな。このガリアのあるべき未来について。Spricht voll leise, ey. Wie Mila aus Tales of Xillia, ey. Bridging Jägers Blockade. Okay, dann mal volle Möhre rein da. Ei, ei, ei. 10 Minuten endlich.
Aber die Mission, die ist knallhart, das weiß ich noch. Das wird nicht so leicht. Glaube ich nicht. Gut, es ist eine halbwegs normale Mission, wo wir einfach nur Gegner plätten müssen und nicht irgendwie Weg frei machen müssen oder irgendeinen Ort erreichen müssen oder irgendwie so. Das ist einfach nur ein stinknormaler Kampf und das ist gut. Ah, das Imperium wartet auf uns an der Brücke. Eine Verteidigungsformation. General Radi Jaeger ist der Kommandant. Er hat mehr imperiale Kämpfe gemacht als... Er hat mehr Kämpfe durchstanden als irgendjemand anders im Imperium. Wir müssen hinter die Blockade gehen, um Rangrid zu erreichen. Englisch, wir müssen durchgehen und... Okay. Einfach nur Jäger kaputt hauen, okay. Einer der besten Tankmanders. Wir müssen auf Panzerstrategien fast sein, die wir noch nie gesehen haben. Okay. Wir müssen ihn einfach irgendwie kaputt hauen. Und wir erinnern uns an seinen Panzer. Wilkin Dice und ja, Wilkin. Diesmal werde ich aufpassen. So, Zeka, okay. Jetzt bist du wieder da. Bin voll nervös geworden. So, wenn er meine ist. Scouts können einfach wieder nach hinten gehen, weil. Ja. Susi, tu mal unser Skirmish-Team da rein. Weiß ich nicht. Rosie und... Ich brauche viele Antipanzer-Einheiten. Joko, du hast noch nicht das Vergnügen. Herbert. Ja, nicht Herbert. Nimm mal Claudia. Und Marina. Könnte sogar vielleicht halbwegs nützlich werden in diesem Kampf. Wir nehmen einen noch. Warte mal, hier fehlt noch einer. Na, das ist so weit. Egal, Wendy. Ich tue ja mit 10 Einheiten reingehen. Wo ist er? Ein Klüger wäre, mit Scouts irgendwie durchzupreschen und dann versuchen, Kommandopunkte einzunehmen und dann da die ganzen Einheiten zu spawnen, aber über 10 Einheiten nehmen wir, ne? Weiß ja nicht, was passiert. Ich habe sowieso nicht die Mission im Kopf. Ich weiß nur, dass sie schwer war. Deswegen speichere ich, glaube ich, auch direkt am Anfang, weil wir haben ja gesehen, was schnell passieren kann. Deswegen, ja, ich lieber speichern. Also habe ich jetzt schon 10 Minuten aufgenommen, habe keinen Bock, das alles nochmal neu aufzunehmen. Wäre richtig blöd. Obwohl, wir können einfach das... egal, ich speichere trotzdem. Alles klar, dann... Ich soll passen auf Säcke, auf der kostbare Kommandopunkte. Oh mein Gott, wie viele Leute.狩りの基本はこちらの体力を保ちつつ、ゆっくりと相手を追い詰めていくことにある。ガリア軍、我が不当の戦車の前に消耗していくがいい。バーゼル橋を突破させまいと、帝国もかなり守りを固めてるね。ああ、拠点も随分たくさん設置されているような。しかも 相手はイエーガーだ。この戦い、一筋縄ではいかないぞ。 Bestimmt einfacher als gegen diesen Riesenpanzer. Die Mission war einfach nur purer Terror. So, was machen wir denn jetzt? Wir haben ja jetzt ganz schön viel Möglichkeiten. Wir können da hingehen, wir können von hier aus hingehen. Was? Ich hätte die Mission irgendwie anders im Kopf, glaube ich. Die Lupus-Rüstung, was? Ich werde das Ding mal. Okay. Kann ich nicht, okay. So. Großer Panzer. AT-Kanone. Ja, ich weiß nicht. Ist ja irgendwo ein Ort, wo wir snipern können. Das wäre jetzt eine gute Möglichkeit. Ich brauche eine Leiter. Jetzt kann ich das natürlich nicht mehr sehen. Da irgendwo war eine. Da.
mich nur mal schnell wegbewegen. So, was haben wir denn alles da? Was rum? Das ist der Panzer von dem. Hier bin ich sicher. Okay, super. Warum erstmal, bis sie sich bewegen. Da war ein Panzer. Irgendwo Kommandant. Ich würde, da ist ein Kommandant. Die würde ich als erstes kaputt hauen. Ich werde jetzt aber nicht so mit meinem Panzer hier voll reinrennen. Ich kann mich irgendwie dahinter schleichen. Gut. Rose, geh nur mal dahin. Lass mal eine schöne Zeit dieses Mal. Nicht so wie die Skirmische. Ich kann nicht die Treppen hier entlang gehen. So, nächstes Zug müssen wir den erreichen. Ich kann mal versuchen, von oben die Panzer zu töten. So. Eine AT-Kanone, machen wir die kaputt. Jawohl. So, jetzt am besten irgendwo hin bewegen, wo uns niemand sieht. So, allein sieht uns nur der Panzer. Das ist nicht stimmt, er wird uns nie im Leben von da aus treffen. Oh, das ist eine AT-Kanone. Bäh. Da steht niemand. Okay. Susi, geh du mal dahin, wo Rosie ist. Wird sowieso immer das gleiche Bild passieren hier. Wir versuchen da jemanden zu töten, aber kriegen voll aufs Maul. Also die Scouts. Da hinten war da einer. Ja, toll. Ja, willst du mich verarschen? Muss ich doch treffen, hallo? Jawohl. Kommandanten haben wir gleich. Ehrlich gesagt, muss ich sogar sagen, wir gehen auf den los und machen den kaputt. Dann haben wir schon mal ein Ding ins Weniger. Kommandopunkt. So, nein, 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 nein. Wow, das klingt sehr schmerzhaft. So, ein Kommandant schon mal kaputt. So, wenn ich mich nicht irre, dann ist doch hier eine Leiter. Oder? Da ist doch eine Leiter. Siehst du mich? Ich könnte da oben hingehen und versuchen, von da oben jemanden abzuschießen. Ich habe irgendwie in Erinnerung gehabt, dass da eine Leiter ist. Ich habe irgendwie die andere Mission in Erinnerung, wo wir auch hier in diesem Ding waren. In dieser Stadt, kann ich da? Nein. Da. Oh Gott. Oh Gott. Weil er so klug war. Wenn er jetzt um die Ecke kommt und uns erschießt, dann sind wir dran. Oh, das ist ein Scharfschütze. Hm. Marina macht irgendwas. Ich habe eine Idee. So, da ist ein Lancer. Tot. So. Läuft gut irgendwie. Nicht so wie sonst. So, am besten jetzt nicht leichtsinnig irgendjemanden töten lassen. Passiert ja sehr oft irgendwie. Also den Sniper da hinten auch erlegen. Ist auf der anderen Seite. Nee, Waking kann ihn sehen. Warte mal, Susi, den kannst du locker erlegen. Oh, verdammt. So, und jetzt in Sicherheit.
Ist nur da unten der Sturmtruppler. Wenn er seinen Posten verlässt, dann... Oh, ist aber voll sicher. Wenn er seinen Posten verlässt, dann... Habe ich jetzt überhaupt am Anfang gespeichert? Egal. Dann können wir das hier einnehmen. Also hoffentlich ist das so blöd. Und jetzt nehmen wir noch. Ich bin überrascht, dass das so gut läuft, ganz ehrlich. Solago, da ist noch eine AT-Kanone. Mach die mal kaputt. Ja, den Lupus könnten wir auch abschießen. Ich habe das Gefühl, so einfach wird das aber nicht. So, komm. Jawohl. Wie gut das jetzt hier läuft. Nur weil ich jetzt nicht alle anderen Leute irgendwie bewege, ne? Oh, fuck. Das war jetzt nicht so gut, glaube ich. Also wenn ich mal nicht von A nach B irgendwie laufen muss, so schnell wie möglich, dann läuft alles eigentlich ganz gut. Oh, da ist ein Ding, das ist ein Kommandant. So, Yoko. Du kommst doch irgendwie auf die andere Seite, ne? Ich habe halt jetzt gerade genau gesehen. Wir setzen hier hin. Dann nimmst du die Leiter da hinten nach unten. Dann versuchst du dich von hinten anzuschleichen. Falls du das schaffst, Mädel. Ja, okay, ob das jetzt so gut war, egal. Vielleicht bewegt er sich auch noch. Diesmal gehe ich jetzt nicht mit Alicia vorscouten. Ist immer irgendwie eine sehr schlechte Idee. Geh mal da hinten hin. Vielleicht kannst du den Panzer ja abschießen. So wenigstens einmal. Ja, dann tue ich ihn immer so. Da geht ihn schneller, glaube ich. Schleiche mich doch nicht extra von hinten an. Egal, so. Boah, läuft gut. Schon wieder so das Gefühl, wir schaffen das hier locker. Oh mein Gott. Jetzt rufen hier Verstärkung, nix da. Jetzt kommen auch noch welche von da, oh Gott. Das sind eine Menge Einheiten. Eine Menge Sterne. Gefällt mir nicht. Natürlich kommt er volle Möhre nach vorn. Ich dachte irgendwie, ich habe den Kampf voll unter Kontrolle und dann, naja, ziehe ich die Realität wieder auf den Boden der Tatsachen. Oh, fuck. Lupus Regnum. Oh nein. Mach mir jetzt nicht den. Wat? Oh, wat? Satten Sack. Oh nein. Oh, ich brauche unbedingt ein Dingens da hinten. Ingenieur. Oh Gott, hört auf. Ich muss meine Kinder voll in Sicherheit bringen. Wenn jetzt noch irgendjemand Welkin abschießen, ne, ganz ehrlich. Gott sei Dank. So, komm ruhig näher. Nein, nicht mein Ingenieur. Boah, nein, nicht mein Ingenieur, den brauche ich gerade. Boah, leck mich am Arsch. Ich brauche doch jetzt meinen Ingenieur. Ah. Lief alles so gut, Mann. Ah. Aha. Das noch? Was ist das denn für ein Dreck? Oh Mann, das lief so gut. Ich muss die Edelweißer voll wegbewegen. Und oh, was? Schon wieder voll geeilt. Muss mich auf den Arm nehmen. Ich brauchte meinen Ingenieur jetzt ganz dringend. Ah,
würde ich sagen, dann machen wir das in der nächsten Folge von Let's Play Valkyria Chronicles, wo ich versuche wieder die Situation wie immer zu drehen. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.